Und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von RimWorld. Ja, ich lasse die Zeit erstmal weiterlaufen. Und mal gucken, wie es so läuft. Wir haben auf jeden Fall bald eine Kartoffelernte. Und ja, das ist jetzt schon, ich glaube, ich ein bisschen kurz davor. Naja, egal. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Nee, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe das Projekt fast 3 Wochen am Laufen jetzt und ich muss sagen, es macht mir Spaß soweit. Wir haben jetzt schon wieder eine Ernte, sprich, es geht voran. Und mal gucken, was uns diese Folge so erwartet. Ich würde ganz gern diese Felder hier etwas, die sollen nächste Saison weg, also gelöscht werden. Und da hätte ich ganz gern hier unten mal ein paar größere. So 10x10. 3 Stück am besten. Und das sollen so unsere Lieferanten werden für sämtliches Essen. Also für ein bisschen Reis und für ein bisschen Mais. Gut. Wenn die jetzt den Mais anpflanzen, das wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut. Also nicht mehr werden bis zum Winter, aber die Kartoffeln und der Reis sollte noch klappen. So, und dann habe ich mir überlegt, diese Verteidigungsstelle hier, die ist zwar ganz schön und gut, aber ich werde die wahrscheinlich irgendwann mal verlegen. Am besten hier rüber oder so. Einfach weil das wird ja langsam ein bisschen zugebaut, beziehungsweise wenn die Felder dann hier verschwinden, dann wird es sowieso so werden. Ich kann ja schon mal sagen, dass das hier nicht mal nicht mehr ausgesät werden darf. Oder zumindest der Mais. Und wie gesagt, ich würde dann sagen, ab nächstes Jahr, obwohl wir können die Auswahl eigentlich erlaubt lassen, ab nächstes Jahr fallen die Felder weg und wir haben dann hier ein paar größere. So, ich werde die dann wahrscheinlich alles so nach hier unten verlagern. So, wir haben einen Jäger ohne Fernkampfwaffe. Was, Brei, was machst du gerade? Wäsch die Siegel, ja okay, wasch die erstmal und dann gebe ich dir erstmal deine Waffe wieder. Einfach nur, damit du es hast. Also so, für Verteidigungszwecke und so. Du hattest, glaube ich, den Revolver, wenn mich nicht alles täuscht. Wo liegt er? Da liegt er. Und dann würde ich ganz gern Konstantin mal dieses Pistol hier geben. So, die Wand lassen wir mal stehen, weil ich will nicht, dass er was einbricht. Und ja, mal gucken. Mal gucken, wie die Folge so wird, so an 41. Ich denke mal, wir sind aus dem Gröbsten jetzt raus und es sollte so auch passen. Connor ist fertig mit seinen Sachen. Da stellt gerade eben nochmal einen Recurve-Bogen her. Und dann sollte da auch verfügbar sein für ein paar andere Tätigkeiten. Eine Aurora. Freunde, ich würde mal sagen, ihr kommt mal alle hier raus, zumindest die, die schlafen. Halt. Und, guckt euch das mal fix mit an. Einfach weil das einen Stimmungsbonus gibt. Und dann könnt ihr auch wieder schlafen. Ist halt einfach bloß, damit die diese Aurora gesehen haben und ja, das sorgt halt eben, wie gesagt, nur einen kleinen Stimmungsbonus, wie man jetzt hier bei Mami, glaube ich, sehen kann. Nein, sie hat es nicht gesehen. Die haben das alle nicht gesehen. Okay. Kataris, was ist denn das? Achso, sie hat wahrscheinlich gerade einen Zusammenbruch. Ja, gut. Passiert. So. Wir brauchen aber auf Garantie jemand, der hier mal putzt. Mal ein bisschen putzt und ein bisschen das Zeug auffüllt und auch hier diese das Zeug hier mal auffüllt und reinigt, also die Toilette sauber machen und das Waschbecken auffüllen. Die üblichen Sachen halt. Mal ganz kurz gucken, wie lang die Aufnahme geht. Okay. Weil ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geguckt. Naja, passiert halt. So, Connor, was machst du gerade? Du stellst noch einen Staubmantel her, okay. Und ich habe mir auch überlegt, dass wenn der Winter kommt, dass wir uns wahrscheinlich mal einen dieser Brachiosaurier hier mal rauspicken und den dann mal verarbeiten. Zu einem leckeren Bratbürstchen. So, was macht Connor? Das setzt sich hin und ruht sich einfach bloß ein bisschen aus mit allen anderen. Okay. Soll er ruhig machen. Ich habe da mal so eine Frage an euch. Und zwar, ich habe das Projekt ja schon eine Weile am Laufen
Und ich habe letztens so halt eben so ein Kompliment gekriegt von meinem, von einem guten Freund von mir, dass ich halt eben diesen Dialekt, den er halt bei uns in der Region gesprochen wird, relativ gut drauf habe. Ich habe da mal eine Frage, merkt man das eigentlich im Video, dass ich mit Dialekt rede, oder ist es immer so, dass ich da Hochdeutsch rede, weil ich rede da halt eben so ein bisschen, ja, also ich kann es selber nicht einschätzen. Ich meine, ich, wenn ihr wollt, kann ich auch mal, also kann ich auch mit Dialekt reden. Also so ist es nicht. Also falls es niemanden stört oder ähnliches. So, wie sieht's denn eigentlich aus mit unserer Medizin? Die Medizin, die ist so gut wie fertig. Das finde ich auch gut. Oh, schön. Es geht voran. Es geht einfach nur voran. Das gefällt mir. Wir bekommen Nahrung rein. Es wird gekocht. Die Stimmung unserer Kolonisten ist auch relativ gut. Auch wenn wir gerade einen. Ja, auch wenn er gerade mit einer zusammengebrochen ist. Wahrscheinlich weil. Ja, Nahrungsmittelvergiftung. Und schön in dieses vollgekotzte Zimmer rein. Jawohl. Das freut uns doch alle. Wir wollten doch alle schon mal in so ein vollgekotztes Zimmer. Also ein Zimmer voll mit Erbrochenen hineingelegt werden, um uns auszukurieren. Ach, Leute, mit euch. Aber ich sehe, unsere Kolonisten haben alle ihren Hut auf, haben alle ihren Staubmantel, außer Drogo, was hat der da? An? Inventar. Okay, ihm fehlt noch der Staubmantel, sprich, wenn der jetzt hier da ist, wird wahrscheinlich, der gleich wieder weggenommen werden, von Drogo. Ah, da kommt Teufelsgarn. Ah, okay, das stimmt, das war ja diese eine Vorratskapsel da in der letzten Folge. Und ich habe dann auch mal vor, dass wir uns mal irgendeinen Dino zähmen. Einen von denen hier. Problem an der Sache ist, wir brauchen halt jemanden, der das kann. Tier 5. Haben wir da einen? Das hier Pflege 5 kann? Hat, ja, haben wir. Und zwar Konstantin. Weil ich würde die Tiere gerne als Lastentiere nehmen. Und dann halt für Karawanen und sowas nehmen. Und dieses einzelne Mafalo hier, das ist. Mal gucken, haben wir vielleicht irgendwo noch ein männliches, was man ihm dazu bestellen könnte. Nein, leider nicht. Aber dafür massenhaft kleines geht ja. Das brauchen wir nicht. Wir haben ja momentan ganz gut was drin. Ist zwar nicht viel, aber es reicht. So, du nimmst dir mal bitte deinen Revolver wieder. Und dann habe ich noch was anderes auf der Agenda. Und zwar, wir sind jetzt 6 Leute. Und ich persönlich finde, dass diese Reserve von 30 da nicht reicht. Ich würde da mal sagen, wir gehen da mal auf 100 hoch. Und sobald wir nur noch 10 im Lager haben, soll halt eben weiter gekocht werden. Also sprich, die werden so lange kochen, bis hier 100 Stück drin sind. Und dann haben wir erstmal eine gute Reserve, würde ich sagen. So, das Rauchblatt ist auch so gut wie fertig. Ja, also so an und für sich passt das halt eben. Warum Kleidung benötigt? Ja, Drogo halt. Das wird werden. Warum liegt der eigentlich da drin? Ach, wie eine Muskelparasiten. Ja. Passiert halt. So, wie sieht's eigentlich bei unseren Leuten aus? 8,6 Widerstand. Ah, diese. Sie hat ihren Entzug hinter sich und sie ist halt hungrig. Ja, gut. So, Ziege hat sich vollständig erholt. Finde ich auch gut. Aber wie gesagt, ich hoffe, wir, Connor wird es bald fertig mit seinen Aufgaben. Einfach nur, damit wir hier jemanden haben, der unter Umständen mal putzen kann. Handlung benötigt werde erst Drogo. Ja, gut. Drogo, du hast auch den Muskelparasiten. Ja, passiert halt. Drogo hat sich, was hat er sich jetzt gekrallt? Ach, ein Parker, okay. Und Connor dürfte jetzt eigentlich damit anfangen, ein paar andere Tätigkeiten zu machen. Also das Handwerkern jetzt erstmal sein zu lassen, oder? Werden wir ja gleich sehen. Nachdem er das Grab besucht hat, zusammen mit Drogo und sich wahrscheinlich so ein bisschen Gedanken gemacht hat über alles Mögliche. Mitsuya kann auch wieder laufen. So, und er näht schon wieder Staubmantel. Hat er nicht gerade eingenäht? Oder ist er schon wieder weg? Ja gut, soll er machen.
gibt für ihn auf jeden Fall ein paar Skillpunkte. Dadurch wird er auch ein bisschen besser und die Arbeit an und für sich geht ein bisschen schneller vonstatten. Ja, das passt. Aber das soll, wie gesagt, ruhig fleißig Erfahrung sammeln, weil dann haben wir halt jemanden, der auch bei uns auch mal ein Energiegewehr oder sowas herstellen kann, später mal. So, die Forschung geht soweit voran. Ich bin, wie gesagt, am Überlegen, ob ich, wie gesagt, ich mache dann als nächstes erstmal den Wassergenerator. Und dann habe ich vielleicht sogar vor, ich weiß nicht, ob ich dann erstmal auf die Klimatechnik gehen soll, wegen den Klimaanlagen. Weil hier unten kriegt man auch mal welche, die ein bisschen besser sind. Die kommen dann aber erst, wo kommen die denn? Hier drüben, also ganz weit zum Schluss. Also wahrscheinlich gehe ich erstmal hier oben auf die Klimaanlage und dann werde ich hier unten mal das Zeug da machen. Also die Sanitäranlagen und die Zentralheizung. Gut, das mache ich hier unten. Einfach nur, damit ich... Ja, wie soll ich das sagen? Die Dinger sind einfach effizienter. Und was bei ist noch wieder zusammengebrochen. Naja, aufgrund der Lebensmittelvergiftung wahrscheinlich. Ich gucke da jetzt nicht extra nach. Eine Ratte wurde zahm. Brauche ich nicht. Bitte einmal schlachten. Ja, Mami, wir müssen unbedingt mal putzen. Das ist wichtig. Du mal bitte weg. Und wo ist Mami eigentlich umgefallen? Mami hatte unsere Schrotflinte, das weiß ich. Und es wäre jetzt ein bisschen schade, wenn die Schrotflinte jetzt weg wäre. Ja gut, zur Not können wir uns irgendwann mal eine neue herstellen. So ist es nicht. Aber es muss ja nicht sein. Konstantin versorgt dabei die... naja, die Gefangenen. Wo ist diese verdammte Schrotflinte? Oder liegt die schon im Lager? Nein, ich sehe nur den Revolver. Naja, gut, wer weiß. Wir werden es schon wiederfinden. Was bei läuft wieder? Da kann gleich mal sich den Revolver wieder schnappen. Und den Stoppmantel von Connor, ja, den kann man ruhig weitermachen. Was bei unser... Oh, wir haben ja was, eine Aufgabe, und zwar wird ja jemand gejagt. Ein Häftling. Okay. Drei Rumreiher, Schütze. Wir bieten mal Zuflucht. Und was kannst du? Du bist im Pflanzengut. Pflanzennahkampf. Ganz ehrlich. Du bekommst mal, haben wir irgendwo noch eine schöne Nahkampfwaffe? Connor, was ist jetzt bei dir? Ah, okay. Lupa, du bekommst mit dem Recurve-Bogen. Weil da bekommt er nämlich die Iqua. Und wir werden jetzt mal alle außer Drogo mal... Na gut, ich lasse das mal laufen. Aber wir können seine Zuweisung schon mal machen, weil da habe ich schon eine Idee, was ich mit ihm anfange. Erstmal bekommst du das ja normale, du auch. Und arbeitstechnisch bekommst du hier eine 1. Du wirst priorisiert reinigen, mal bitte. Und dann der Transport. Und danach kannst du dich hier ein bisschen austoben mit Tierpflege. Also nicht keine Tierpflege, sondern hier die Charter schaltet Maschinen. Er wird zu unser Hilfsarbeiter. Er ist so ein bisschen ein Unterstützer. So, zeig mal her. Oh, der hat eine schwere Maschinenpistole. Okay. Folgendes. Er kommt da gerade an. Wir brauchen dich, wir brauchen dich, dich und dich. Hier kommt mal hier rein. BZB Connor, du kannst dich mal hier verstecken. Sip, du kriegst mal die Iqua, hatte ich gesagt. Wo ist die eigentlich? Lupa, du solltest dir mal den Recurve-Bogen schnappen. Und Lupa, du kannst mal in Kampfmodus. Okay, und da kommen sie schon. Los, schieß sie ab. Der hat auf den Fluss nicht treffen. Das war Nummer 1, Nummer 2 und dann ziehen sie sich auch schon zurück. Sehr schön.
Weil da bekommt er nämlich diesen Liefer und sie kann sich dabei im Fernkampf ein bisschen weiter betätigen. Oh, wir haben eine schwere Maschinenpistole. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und wir haben alle erschossen, okay. Aber da wir die ganzen Leute erschossen haben, haben wir natürlich noch ein anderes Problem. Wir müssen jetzt alle verbrennen. Gut, kann man machen. Oder man packt sie einfach in die Gräber. Aber da müssten wir auch erstmal wieder ein paar neue ausheben, weil wir nicht genug haben. Ah, ich sehe gerade, eine der Mods ist aktiv. Und zwar können wir jetzt Türmatten machen. Und zwar, können wir die so unter die Tür legen. Und dann werden die nicht mal verschmutzt von außen. Dann müssen wir mal gucken, was haben wir denn am meisten? Blaufell, geht das für die Türmatten? Großkatzenfell. Blaufell, okay. Weil dann würde ich nämlich mal überall meine Türmatte drunter legen. Einfach damit kein Dreck von außen in die Kolonie reinkommt. Und so haben wir nämlich dann auch weniger zu putzen. Versteht sich. Ich werde das einfach mal überall mal so ein Ding hinsetzen. So, du bekommst noch eins. Und ihr bekommt ja auch noch ein bisschen was. Und gerade die Lager, die müssen nicht unbedingt verschmutzt sein. Diese Räume hier, diese Nebenräume wie das, die brauchen ja nichts. So, Türmatten haben wir hier auch. Da würde ich aber sogar sagen, wir machen ja zwei. Weil das zählt irgendwie als offener Bereich dank der Frames. Aber so haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Naja, wie soll ich sagen? Ach ja, so. Sip, du kannst auf jeden Fall wieder aus dem Kampfmodus raus und kannst ja mal ein bisschen weiter putzen. Ach, guck mal, ich habe die Schrotflinte gefunden. Die liegt hier. Die konnte ich nicht sehen durch das Symbol. Rasenverbot Ziege. Oh ja, wunderbar. Lupa, warum bist du eigentlich so schlecht drauf, starke Schmerzen, müde? Ja, gut. Ich würde gegen das Muffalo, ey. Das arme Muffalo kriegt immer wohl auf die Arme. Machen wir bitte die Tür, damit sie dann gleich wieder gefangen nehmen können. Und. Ach ne, Lupa hat's ja nicht mehr. Dann komm mal her, Sip, dann machst du das. Einfach mal Deeskalation betreiben. Das hat hier unser Muffalo gekillt. Also fast gekillt. Da kommt Sip und Konstantin kommt dort auch gerade. Nein, du lässt sie nicht frei. Das lässt du stehen bleiben. Er ist eigentlich ein geübter Nahkämpfer. Er sollte ja eigentlich Paroli bieten können. Mit 10 zu 8, obwohl sie ist auch nicht schlecht. Ja, aber er hat halt eben die Waffe, das sollte halt. Ja, das passt. Und du baust jetzt hier gleich mal fertig. Bau bitte zu Ende, weil wir müssen sie da wieder einsperren. Konstantin, bevor du abhaust, baut. Achso. Kann dir jemand fangen? Nein. Gut, dann müssen wir eins von den Zimmern hier mal zum Gefängnis machen. Sip, bist du noch da? Nee, du bist schon weg. Gut, dann macht Konstantin das mal bitte gefangen nehmen. Und Drogo, du kannst mal unser Muffalo retten. Weil das hätte ich dann doch gerne, ganz gerne. Und sie bringen wir dann halt wieder hier rüber, sobald die Türen da sind. Also die Türen fertiggestellt sind. So, und hier wird jetzt ein Cowboy dargestellt, aber na gut. Ich sag dazu mal nichts. Lupa sollte jetzt anfangen. Müsste sie mal behandeln. Weil ich will sie nicht verlieren. Und sie hat, glaube ich. Sie hat sehr schwere Verletzungen. Lupa, warum bist du so langsam? Achso, Nahrungsmittelvergiftung. Ja, gut. Du hast noch 3 Stunden Zeit. Easy uns da hops geht. Oh Gott. Und gut, die Leichen müssten auch weggebracht werden. Sip, können wir da das. Lupa reiert gerade. Ja. Aber jetzt wird sie versorgt, das ist schon mal gut.
Connor, du hast gerade nichts zu tun, du kannst ja mal bitte das Zeug wegtragen. Und dann mal bitte noch zwei Gräber ausheben. Okay, Ziege. Ich will sie nicht verlieren. Wer ist denn noch Arzt? Bin ich gerade in der Nähe. Arzt, 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 Arzt. Lupan, was bei? Ja, gut. Verdammt. Gut, dann werde ich Connor mal fix zum Arzt machen, dass er sie mal ganz schnell von Konstantin. Connor, du wirst mal bitte sie mal fix behandeln. So schnell wie es geht. Ich will sie nicht verlieren. Oh Gott, lass es bitte noch klappen. Das ist nämlich eine ganz knappe Kiste. Oh Gott sei Dank. Okay, wir haben sie auf jeden Fall gerettet. Naja, niemand's nimmt. Das können wir auf jeden Fall wieder freimachen. Schade eigentlich um sie. Und ja, wo ich gerade so auf die Uhr gucke, sehe ich, wir haben sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.